vier Heften, die er sozusagen nur mit in die Zelle nehmen konnte. Es ging darum, dass er abgeschnitten war von den politischen Ereignissen außerhalb der Haft und auch um die Bücher, die er nicht zur Verfügung hatte und auf die er dann immer verwiesen hat in seinem Text. Und genau, lange Zeit glaubte man auch, dass der Begriff Philosophie der Praxis Produkt dieser Haftumstände war und sozusagen nur als Tarnwort für Marxismus fungierte, um die Zensur zu umgehen. Dass dem nicht so ist und hinter Philosophie der Praxis viel mehr steckt, darüber wird Peter Jehle heute referieren. Peter, du bist jetzt schon zum dritten Mal Gast bei der Kantine nach den Ausgaben Marx und Luxemburg. Genau, du bist Dozent an der Universität Potsdam, Redakteur des Arguments und Herausgeber auch des historisch-kritischen Wörterbuchs des Marxismus. Mitherausgeber, genau. Ja, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir freuen uns auf deinen Vortrag und dass du dieses nicht ganz einfache Konzept einführst. Ah, jetzt hört man es besser, ne? Ja, vielen Dank. Ich komme immer gerne hierher, weil ich das toll finde, dass ihr sowas macht, hier in der Provinz, wenn man so sprechen darf. Ich sage das jetzt mal so, ich lese gerade Balzac. Balzac hat immer das Thema Paris und Provinz, deswegen sage ich jetzt einfach Provinz. Ja? Also ist nicht abwertend gemeint, überhaupt nicht. Bei Balzac auch nicht abwertend gemeint. Das ist super und ich finde, das ist sozusagen ein... dass ihr das organisiert, dass man über sowas überhaupt sprechen kann, wie Philosophie der Praxis und noch dazu an einem so warmen Abend und so viele Leute kommen, vor allem auch junge Leute, wie ich sehe, das ist natürlich eine tolle Sache. Das spricht für eure, also dass ihr das gut macht und richtig macht, offenbar. ja, also kein Tarnwort, Philosophie der Praxis, um die Gefängniszensur hinters Licht zu führen, sondern wirklich ein eigenständiges Konzept. Das konnte man erst herausfinden, nachdem es diese vollständige italienische Ausgabe gab, Mitte der 70er Jahre. Vorher hatte man keine. Ne? Und dann konnte man, also wenn man das wollte, konnte man nachvollziehen an den Texten, wo taucht das auf, in welchen Kontexten kommt es vor, welche Bedeutungen hat es. Und dann hat sich eigentlich ziemlich schnell gezeigt, dass das tatsächlich ein eigenständiges Konzept ist. Man hat dann auch gefunden, dass Gramsci das gar nicht erfunden hat, sondern er hat es von Labriola, Antonio Labriola, übernommen. Der spricht nämlich bereits in seinen Schriften zum historischen Materialismus von Philosophie der Praxis. Und deswegen muss jetzt im Folgenden, in meinem Vortrag, auch der Labriola angemessen zu Wort kommen. Der hat das sozusagen erfunden, ne? Und nicht nur das Wort erfunden, sondern auch ein Stück des Konzept, das Gramsci dann aufnimmt und weiterentwickelt. Aber vorweg noch eine Vorüberlegung. Wozu braucht man überhaupt Philosophie? Also Ökonomie, Politik, Kultur, das ist natürlich wichtig. Aber Philosophie ruft oft kräftige Abwehrreaktionen hervor. Marx und Engels ging es ja bekanntlich nicht anders. Da war Hegel, von dem sie einiges gelernt haben natürlich, aber da war auch einiges, mit dem sie nichts anfangen konnten. Diese Privilegierung von Ideen und Denken, als ob praktisches Handeln und Denken nicht zusammengehörten, das ist doch eigenartig. Descartes zum Beispiel, dieser berühmte Satz, ich denke, also bin ich, das ist doch irgendwie, wenn man mal einen Moment nachdenkt, ist das doch unfreiwillig komisch. Ich denke, also bin ich. Warum ist das so ein berühmter Satz geworden? Okay, na klar, man weiß, das war gegen den Anspruch der katholischen Kirche gerichtet, die das Denken an die Kette ihrer Heilslehre legte. Aber wenn man nur das Denken im Blick hat, was ist dann mit dem Arbeiten, Produzieren, Organisieren, mit der Notwendigkeit, die Welt so einzurichten, dass wir menschenwürdig mit den anderen darin leben können. Das geht ja wohl im Denken nicht auf. Und es wird auch nachgerade kontraproduktiv, wo das Denken das schlechte Bestehende nur verklärt, statt zu seiner Veränderung beizutragen.
Die letzte der Feuerbach-Thesen, dass die Philosophen, das ist diese berühmte These, dass die Philosophen also die Welt nur verschieden interpretiert haben, dass es aber darauf ankommt, sie zu verändern. Diese These bringt diese Erfahrung mit der Vereinseitigung des Denkens auf den Punkt. Kritisiert wird das von der Praxis isolierte Denken. Nicht das Denken überhaupt, das von der Praxis isolierte Denken. Man darf den hier ausgesprochenen Gegensatz zwischen Interpretieren und Verändern nicht absolut setzen oder absolut nehmen, um nun dann den umgekehrten Fehler zu machen und das Verändern sozusagen vom Denken zu isolieren. Also es kommt nur noch auf das Verändern an, das Denken ist nicht so wichtig. Das Interpretieren und das Verändern, Philosophie und Praxis müssen zusammenfinden. Und das ist aber nun leichter gesagt als getan. Intellektuellen Feindschaft oder sowas ist jedenfalls keine Lösung. Man sollte also nicht mitlachen, wenn diese billigen Witze über die Intellektuellen gemacht werden, die keine Ahnung haben, wie der Hase läuft. Dass er falsch läuft, geht dann im Lachen vielleicht unter. Und um rauszukriegen, was falsch läuft, ist natürlich das Denken auch unentbehrlich. Vorausgesetzt, man begreift es, wie Labriola als eine, jetzt, Labriola spricht so, als eine Aktivität in Fieri. Fieri heißt werden, geschehen, also der Akzent liegt auf dem Unfertigen, sodass es also immer um einen Prozess geht, um ein Werden, das nicht abgeschlossen ist. Also das Denken, ja, eine Aktivität in Fieri. Gramsci betont dann, dass das Neue bei Marx weniger in einer bestimmten theoretischen Position liegt, also dass er eine bestimmte Auffassung hat, die hat er natürlich auch, aber das sei nicht das Entscheidende, sondern in einer, er sagt, neuen Weise, die Philosophie aufzufassen. Ich hoffe, dass das dann im Laufe des Vortrags klarer wird, was damit gemeint ist. Also eine neue Weise, die Philosophie aufzufassen. Ich habe jetzt also zwei Bezugspunkte genannt, Labriola und die Feuerbach-Thesen. Ich sage jetzt zunächst mal noch was zu Labriola. Labriola hat als erster in einer italienischen Universität eine Vorlesung über die Entstehungsgeschichte der Marxischen Theorie gehalten. Das schreibt, das weiß man von Engels, also Engels schreibt das in einem Brief. Unter den Marxisten der ersten Stunde ist er der einzige Fachphilosoph. Seit 1890 steht er im Briefwechsel mit Engels, dem er auf Deutsch schreibt. Also Labriola kann sehr gut Deutsch. Schreibt das, man kann, wenn man die Briefe liest, denkt man, es hat ein Deutscher geschrieben. Das ist wirklich verblüffend. Sie übersenden sich wechselseitig ihre Veröffentlichungen, Engels zum Beispiel den 1888 erschienenen Aufsatz als Sonderdruck, als Buch dann erschienenen Aufsatz, Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie. Darin heißt es, die ökonomisch begründete Marxische Geschichtsauffassung macht der Philosophie auf dem Gebiet der Geschichte ebenso ein Ende wie der Naturphilosophie und der so vertriebenen Philosophie bleibe nur noch, jetzt Engels wörtlich, die Lehre von den Gesetzen des Denkprozesses selbst, die Logik und Dialektik. Also nur das bleibt jetzt noch der Philosophie. Soweit Engels. Labriola widerspricht vorsichtig, denn vorsichtig deswegen schon, weil der Engels natürlich eine große Figur ist, ne? Ist klar. Also er hat sehr viel Respekt vor dem Engels, aber er widerspricht also vorsichtig. Statt vom Ende der Philosophie überhaupt spricht er davon, dass die Philosophie, jetzt zitiere ich Labriola, als selbstständiges Ganzes verschwinden muss. Also nicht überhaupt, sondern als selbstständiges Ganzes. Man könne aber der Wissenschaft nicht einfach das Denken der Wirklichkeit überlassen. Man braucht kritische Begriffe. Das können die Wissenschaftler nicht.
Jedenfalls nicht unbedingt. Man braucht kritische Begriffe, also zum Beispiel einen historisch-materialistischen Grundbegriff wie Produktionsweise, den Marx ja entwickelt hat. Der ist ja nicht selbstverständlich, da steckt ja sehr viel Arbeit drin, um so etwas zu produzieren, wie so einen solchen Begriff. Also man muss Begriffe genauso produzieren wie anderes auch, wie andere Gegenstände oder sonst irgendwas. Also auch das ist eine Arbeit, kostet Arbeit. Ne? Also, ja. Labriola spricht davon, dass dem, jetzt auch wieder Zitat, dass dem Mannigfaltigen der Beobachtung Zusammenhang und Einheit zu geben ist. Gramsci wird diesen Gedanken auf die denkenden Menschen selbst übertragen, also dieser Gedanke von dem Zusammenhang und der Einheit. Denn Gramsci sagt dann, die Menschen müssen sich kohärent arbeiten. Kohärent heißt, ist praktisch nur das Fremdwort für den Zusammenhang. Ne? Kohärenz heißt eigentlich nichts anderes als Zusammenhang. Das heißt, sie müssen versuchen, um das etwas einfacher zu sagen, sich einen Reim auf die Dinge zu machen. Darauf kommt es an. Also man braucht einen Reim auf die Dinge, was da passiert, um handlungsfähig zu werden. Es wird vielleicht nachher noch klarer. Warum Labriola auf die Philosophie so großen Wert legt, wird klarer, wenn man sich vor Augen hält, dass damals, als er an seinen Versuchen zur materialistischen Geschichtsauffassung sitzt, das ist in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, dass damals also noch sehr unklar ist, was Marxismus eigentlich sein soll. Also so wie das heute in gewisser Weise natürlich auch unklar ist, also man sollte sich nicht einbilden, dass das irgendwann mal so klar gewesen wäre. Aber damals in dieser Initiationsphase, als Engels gerade noch lebt und also in diesen 90er Jahren des 19. Jahrhunderts, ist das doch eine sehr neue Sache. Viele der Schriften von Marx und Engels sind nur schwer zu haben. Labriola zum Beispiel hat mal eine Anzeige aufgegeben, er zahle jeden Preis, stand in der Anzeige, ich zahle jeden Preis für ein Exemplar der Heiligen Familie. Also auch Engels konnte ihm keines besorgen. Das ist eine Schrift von, ich glaube, von 1845. Also das war nicht zu kriegen. Wie kommt es eigentlich, fragt er, ich zitiere, dass bei einer so unzulänglichen Kenntnis und Verarbeitung des Marxismus derart viele Leute sich darauf gestürzt haben, ihn zu vervollständigen. Eigenartig, ne? Eigenartiger Vorgang. Also, man weiß gar nicht genau, was das sein soll, aber viele arbeiten bereits dran, ihn zu vervollständigen. Zum Beispiel, wie vervollständigen jetzt? Unter anderem mit der Hilfe Darwins. Der Sozialdarwinismus, schreibt er, hat wie eine Epidemie die Gehirne vieler Wissenschaftler befallen. Also das ist eines seiner Beispiele oder auch eines seiner Motive, warum man diese Philosophie eigenständig ausarbeiten muss. Ja, man kann das den Wissenschaftlern nicht überlassen. Also er sagt, wie eine Epidemie die Gehirne vieler Wissenschaftler befallen. Und eben dieser Sozialdarwinismus bringt eben auch die materialistische Geschichtsauffassung auf Abwege, wenn er beansprucht, das geschichtliche Werden der Menschheit zu erklären, indem zum Beispiel der darwinsche Kampf ums Überleben, das ist so eins der zentralen Konzepte da, aus diesem Kampf ums Überleben, aus dem bei Darwin also die verschiedenen Tierarten zum Beispiel hervorgehen, wenn also dieser Kampf ums Überleben mit dem Klassenkampf in Analogie gebracht wird. Also das lehnt Labriola strikt ab. Am Ausgangspunkt der Entwicklung der Menschheit, wo es darum geht, dass sich das Tier Mensch, also das Tier Mensch, wir sind ja auch Tiere, am Leben erhält, also an diesem Ausgangspunkt, mag der animalische Existenzkampf eine Rolle gespielt haben. Aber
die spezifisch menschliche Entwicklung beginnt erst, wenn der Mensch seine unmittelbare Umwelt menschlich gestaltet, das heißt durch Arbeit planmäßig verändert und sich damit eine künstliche Umwelt schafft. Künstliche Umwelt ist also ein Begriff von Labriola. Wir leben nicht irgendwie in der Natur einfach so, sondern wir leben also weitgehend in einer künstlichen Umwelt. Das gilt auch schon natürlich für die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts. Das ist, ihr seht, was das ist auch gehört auch zu unserer künstlichen Umwelt, dass das jederzeit passieren kann. Ja, also diese künstliche Umwelt, die nun wiederum die weitere Entwicklung bestimmt und dabei auch den Bewusstseinsformen, dem Denken, eine tragende Rolle zuweist. Der Vorgang ist kompliziert. Ich zitiere jetzt Labriola. Es gibt kein historisches Ereignis, das nicht aus den Bedingungen der zugrunde liegenden ökonomischen Struktur herrührt. Aber es gibt auch kein historisches Ereignis, dem nicht bestimmte Formen des Bewusstseins vorausgingen, es begleiten und ihm folgen werden. Es herrscht also mit einem Begriff von Engels Wechselwirkung, indem Labriola an der Notwendigkeit von Philosophie festhält, will er den großen Vereinfachern etwas entgegensetzen, die sich im eigenen Lager breit machen und die meinen, man habe die Geschichte in der Tasche, wenn man weiß, dass alles eine ökonomische Erklärung hat und die Geschichte unweigerlich auf einen bestimmten Punkt zuläuft. Dazu sagt Labriola, ich zitiere nochmal, die zugrunde liegende ökonomische Struktur, die alles Übrige determiniert, ist kein einfacher Automat, der auf einfache und unmittelbare mechanische Weise Institutionen, Gesetze, Sitten und Gebräuche, Gedanken, Gefühle und Ideologien auswirft. Also es gibt hier nichts, was hier sozusagen auf eine reine Kausalität zurückgeführt werden kann. Das ist ein großes Problem im damaligen, was sich so Marxismus nennt oder historischer Materialismus, dass man hat diese ökonomische Struktur und die determiniert nun sozusagen diesen Überbau und das wird mehr oder weniger eins zu eins gedacht. Also so einfach kriegt man es nicht. Gegen diesen Vulgärmarxismus, der sich ja dann in den zur Staatsphilosophie der sozialistischen Länder werdenden Marxismus-Leninismus hinein fortsetzt, also mit vielen Varianten und so weiter, darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber ein Stück weit dieses Vulgärmarxismus ist da mit drin. Dagegen arbeitet Labriola also an, mit seinem Konzept Philosophie der Praxis. Nur ein Beispiel, wenn der Marxismus-Leninismus hat den Ideologiebegriff rehabilitiert. Bei Marx und Engels war das immer ein kritischer Begriff. Aber schon Plechanow und später dann auch Lenin und so weiter, die sprechen dann immer zum Beispiel so vom Marxismus als der Ideologie der Arbeiterklasse. Dagegen, also da wird der Ideologiebegriff rehabilitiert. Das ist bei Labriola, also das lehnt er unmissverständlich ab. Er sagt, unsere Lehre hat den Blickwinkel jeder Ideologie ein für alle Mal überwunden. Also das ist, an der Stelle kann man auch eine starke Differenz sehen. Man kann das nachvollziehen, indem man die Neuausgabe der im Dietz Verlag erschienenen drei Versuche zur materialistischen Geschichtsauffassung liest. Ist nicht ganz, kein ganz billiges Buch. Ich weiß nicht, ob ist es da in dieser Auswahl, die ihr hier habt? Weiß ich nicht. Nee, ist nicht. Okay. Ja, also man kann es jetzt wieder, man kann es lesen, es gibt diese Neuausgabe, drei Versuche zur materialistischen Geschichtsauffassung. Die sind so geschrieben, dass man in einen Denkprozess hineingezogen wird. Also da wird nichts Fertiges präsentiert, sondern man wird als Lesender an einem Vorgang des Rauskriegenwollens beteiligt. Deswegen ist das sehr spannend, das zu lesen. Er schreibt ein bisschen barock, also ich weiß nicht, wie soll man das sagen, es sind sehr lange Sätze, ich hätte das nicht übersetzen wollen. Da muss man sich drauf einlassen, aber dann
ist sehr interessant, da wird man reingezogen. Das ist wirklich gut. Das ist also nicht einer, der was Fertiges da wirklich vorstellt, sondern das ist auch eine, er schreibt das sozusagen, sodass das noch sichtbar ist als eine Aktivität in Fieri. Auch im, man ist dabei, es ist wirklich lebendig, das zu lesen. Dass es zu diesem Vulgärmarxismus kommen kann, also dass die großen Vereinfacher Oberwasser bekommen, hat natürlich seine Gründe. Es ist nützlich, sie sich kurz klarzumachen. Also nicht nur wegen des Sozialdarwinismus, sondern es gibt noch andere Gründe. Schon im November 1895, Engels ist da noch kaum ein halbes Jahr tot, findet Labriola in der Neuen Zeit, die Neue Zeit ist das führende Theorieorgan der deutschen Sozialdemokraten damals, also die sind, da werden sozusagen die Maßstäbe gemacht, was Marxismus ist, die Neue Zeit. Also im November 1895 findet Labriola seinen Namen aus der Liste der Mitarbeiter gestrichen. Also es hat ihm niemand mitgeteilt oder irgendwie, aber er hat das abonniert und liest das immer und nun findet er plötzlich, dass er unter den Mitarbeitern nicht mehr drinsteht. Warum wird er von Kautsky, Kautsky ist der Chef der Zeitschrift, und anderen geschnitten? In der nach Aufhebung des Sozialistengesetzes 1890, weiß nicht, ob das, ich möchte auch nicht so genau in die Geschichte da einsteigen, aber bis 1890 war die Sozialdemokratische Partei verboten. Und ab 1890 ist sie dann erlaubt. Sie wird dann sehr schnell zur Massenpartei. Man muss sich vorstellen, 1912 ist sie die stärkste Fraktion im Reichstag, hat 110 Abgeordnete, die deutsche Sozialdemokratie. Also die ist, es ist eine starke Partei, die also breit parlamentarisch repräsentiert ist. In dieser Partei zweifelte kaum einer, dass die Geschichte selbst in relativer Unabhängigkeit vom Willen der sie praktisch tätig Verändernden den Übergang zum Sozialismus auf die Tagesordnung gesetzt hatte. Also die waren sich sicher, das kommt jetzt. Irgendwie kommt jetzt dieser Sozialismus. Der Streit mit den Reformisten um Bernstein bezog sich nicht darauf, dass es zu diesem Übergang kommen wird. Die waren also Reformisten und sogenannte Revolutionäre, waren beide davon überzeugt, dass das kommt. Der Unterschied war nur, ob die Verhältnisse quasi im Selbstlauf das graduelle Hineinwachsen in den Sozialismus besorgen, das ist die Position von Bernstein, oder ob dafür noch der Klassenkampf nötig ist. Dafür steht zum Beispiel Kautsky damals. Auf beiden Seiten, bei den Reformisten und bei den Revolutionären, sind Gesetze am Werk, die schon dafür sorgen werden, dass die Geschichte den richtigen Lauf nimmt. Die Arbeiterbewegung mit dem Wind der Geschichte im Rücken hat den in den Feuerbach-Thesen erstmals formulierten neuen Materialismus wohl gar nicht zur Kenntnis genommen. Was das sein soll, wird nachher noch klarer. Den neuen Materialismus der Feuerbach-Thesen. Wenn man sich auf der Siegerstraße wähnt, kann man offenbar leicht vergessen, dass die Wirklichkeit ein, wie Labriola sagt, viel gestaltiger, komplex, gegensätzlicher Interessen. Ein komplexes Ganzes gegensätzlich aufeinander einwirkender Kräfte ist, das ein Werden in stetiger Veränderung antreibt. Also klar, ne, wenn man so eine große Mehrheit hat, kann man sich das schwer vorstellen, dass es da Gegenkräfte geben soll, die die Sache nochmal anders aussehen lassen. Gramsci wird das dann später aufnehmen, also diesen Gedanken, dass es immer um einen vielgestaltigen Komplex gegensätzlicher Interessen geht und wird dann mit der Erneuerung des Hegemoniebegriffs das zu fassen versuchen. Jetzt nochmal zurück zur Sozialdemokratie. Der Kriegseintritt 1914, als die große Mehrheit der deutschen Sozialdemokraten das proletarisch-menschheitliche Wir durchs Vaterländische, also die internationale Solidarität durch die nationale Identität ersetzt,
zeigt schlagartig, wie stark die scheinbare Objektivität dieser Wirklichkeit auf subjektiven Kräften beruhte. Auch Kautsky, der früher die Reformisten bekämpft hatte, stimmte dann für die Kriegskredite. Nur ihr kennt die Ausnahmen, Luxemburg und Liebknecht, das waren die einzigen, 1914. Ich komme jetzt, geht es zu den Feuerbach-Thesen, weil die entscheidend sind als Anknüpfungspunkt für dieses Konzept, was Della Priola mit Philosophie der Praxis dann bezeichnet. Engels Schrift über Ludwig Feuerbach, die er La Priola geschickt hat und die dessen vorsichtige Distanzierung in puncto Philosophie hervorgerufen hat, enthält im Anhang erstmals den Text der Feuerbach-Thesen, also die von 1845. Die sind also nie veröffentlicht worden, sind jetzt hier zum ersten Mal abgedruckt. Diese Feuerbach-Thesen haben La Priola begeistert. Warum? Hier findet er Hinweise, die ihn in seiner Suche nach einer der materialistischen Geschichtsauffassung entsprechenden Philosophie, die er also dann Philosophie der Praxis nennen wird, bestätigen und unterstützen. Ich nehme jetzt mal die erste These. Ich lese das ganz langsam. Es ist ein schwieriger Text, ich weiß, das ist, einige kennen es vielleicht, aber diese Feuerbach-Thesen sind schnell hingehauen und sind nicht so ganz einfach. Also in der ersten These heißt es, der Hauptmangel alles bisherigen Materialismus ist, dass der Gegenstand, die Wirklichkeit, Sinnlichkeit nur unter der Form des Objekts oder der Anschauung gefasst wird, nicht aber als sinnliche menschliche Tätigkeit Praxis. Also die Wirklichkeit nur unter der Form des Objekts, der Anschauung, nicht als Tätigkeit Praxis. Das zum Beispiel bestätigt La Priola in seinem Gedanken oder in seinem Versuch, die Dinge nicht als fertige, sondern in ihrem Gewordensein und damit auch als durch praktische Tätigkeit veränderbare zu begreifen. Also für La Priola bewegt man sich nicht einfach in einer fertigen Objektwelt, sondern er denkt diese Objekte, die uns auch umgeben, er denkt sie natürlich als Gewordene und damit auch immer als Veränderbare. Das gilt auch für die gesellschaftlichen Verhältnisse, die im Prozess der in dieser Welt sich wohnlich einrichtenden Menschen entstehen. Es entstehen ja nicht nur Möbel, Häuser und sonst irgendwas, sondern es entstehen ja auch Verhältnisse, innerhalb derer gearbeitet wird, ne? Und in denen man sich begegnet. Und die auch bestimmte Formen dann festlegen, wie man sich überhaupt verständigen kann und wie man sich begegnet. Also auch diese gesellschaftlichen Verhältnisse müssen als werdende, gewordene und damit veränderbare aufgefasst werden. Der alte Materialismus, gegen den es in dieser ersten Feuerbach-These also geht, der Materialismus mit der Wirklichkeit als Objekt, der also das Subjekt dem Objekt abstrakt entgegensetzt, kann die Prozesshaftigkeit des Werdens nicht begreifen. Die Objekte sind, das besagt jetzt auch die Etymologie des Wortes aus dem Lateinischen, ein Entgegenstehendes, also wenn man das jetzt wörtlich mal übersetzen will, Objekte sind also ein Entgegenstehendes, das mir wie ein Hindernis von außen in die Quere kommt. Auch die Gesellschaft kann, wenn man so denkt, zu den Objekten gehören, die mir meinen Bedürfnissen und Leidenschaften entgegenstehen und die ich überwinden muss, um mich zu verwirklichen. Also die Gesellschaft als das mir Gegenüberstehende, die mich daran hindert, das zu werden, was ich sein könnte. Hier hat die bürgerliche Psychologie, die das Individuum im Gegensatz zur Gesellschaft denkt, ihren Raum. Das ist sozusagen ihr Feld. Das ist Grundaxiom, dass die Gesellschaft dem Individuum entgegengesetzt ist. Das ist auch bei Freud das Grundaxiom, von dem er ausgeht. In Wirklichkeit aber ist dieses Ich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen schon immer tätig handelnd verknüpft. In diesem Prozess des Werdens sind beide Pole Subjekt und Objekt involviert.
In dem Maße, wie der Mensch als Arbeitender im weiten, also als Arbeitender im weiten Sinne des Wortes, also nicht reduziert auf Lohnarbeit, sich seine künstliche Umwelt schafft, also praktisch tätig in sie eingreift, verändert er auch sich selbst, seine Subjekthaftigkeit, seine Bedürfnisse und so weiter. Also indem er die Wirklichkeit verändert, erfährt er diese als einen Wirkungszusammenhang, die Wirklichkeit als Wirkungszusammenhang, indem er selbst ein wirkendes Element ist. Das finde ich sehr nützlich, dass man sich das immer wieder mal klar macht. Also auch wenn man glaubt, man kann nichts machen, es ist alles irgendwie nicht, ich habe überhaupt keinen Zugriff mehr auf die Wirklichkeit oder irgendwie. Das stimmt nicht. Ich möchte jetzt hier auch keinen billigen Optimismus verbreiten, aber es ist grundsätzlich nützlich, die Sache so zu denken, dass ich selber, mein eigenes Selbst, immer auch ein Element in diesem Wirkungszusammenhang bin. Das kommt zum Beispiel jetzt sehr schön in der dritten These, in der dritten Feuerbach-These zum Ausdruck. Da heißt es, die materialistische Lehre von der Veränderung der Umstände und der Erziehung vergisst, dass die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muss. Das Zusammenfallen des Änderns der Umstände und der menschlichen Tätigkeit oder Selbstveränderung kann nur als revolutionäre Praxis gefasst werden. Wenn man wissen will, was Dialektik eigentlich heißen soll, dann hat man hier ein gutes Beispiel. Der die Umstände, unter denen er lebt und die ihn bestimmen, schaffende und verändernde Mensch, verändert mit diesen Umständen zugleich sein Selbst, wird ein anderer, vielleicht sogar ein neuer Mensch, wie man optimistisch immer wieder gehofft hat. Das Selbst ist also selbst einer der Umstände, die im Spiel sind. Man ist selber immer auch, das eigene Selbst ist mit im Spiel. So. Nicht, dass man der Bestimmung durch die Umstände entkommen könnte und frei schalten und walten und so weiter könnte, wie es einem gerade einfällt, darum geht es nicht, sondern, und das ist eigentlich, finde ich jedenfalls, das ist eigentlich ein befreiender Gedanke, dass man sich der Bestimmung durch die Umstände bewusst wird und von diesem Bewusstsein aus nach Eingriffspunkten sucht, von denen aus sie verändert werden können. Labriola zum Beispiel schreibt dazu, ich zitiere, im Experimentieren werden wir zu Mitarbeitern der Natur. Sehr interessant, ne? Also wir werden zu Mitarbeitern der Natur. Wir sind also nicht etwas, was gegen, sozusagen immer gegen die Natur arbeitet, so wie das oft, wie sich das natürlich auch oft darstellt, ne? Man muss die Natur beherrschen und sowas. Nee, wir sind, zunächst mal sind wir Mitarbeiter der Natur. Wir produzieren künstlich das, was die Natur aus sich heraus produziert. Durch das Experimentieren hören die Dinge für uns auf, einfach starre Objekte der Anschauung zu sein. Man hört die erste Feuerbach-These, ne? Die Dinge hören dann auf, starre Objekte der Anschauung zu sein, denn sie entstehen ja unter unserer Leitung. Und das Denken hört auf, eine Voraussetzung oder eine paradigmatische Vorwegnahme der Dinge zu sein. Ja, das Denken wird konkret, weil es mit den Dingen wächst, weil es mit der zunehmenden Einsicht in die Dinge auch zunimmt. Also das ist dieser Gedanke, dass man im Experimentieren also zum Mitarbeiter der Natur wird. Ich muss noch auf eine weitere der Feuerbach-Thesen kurz eingehen, die These 6. Da findet sich der oft missverstandene Satz, dass das menschliche Wesen kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum, sondern in seiner Wirklichkeit das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse ist. Auch ein bisschen schwieriger Satz. Also, das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum inwohnendes Abstraktum. Das menschliche Wesen ist nicht etwas, was in einem drin sitzt, sozusagen, so wie ein Hund in seiner Hütte. Sondern
dieses menschliche Wesen ist sozusagen hinausverlagert in die Gesellschaft. Und das heißt, man muss es sich aneignen. Man hat es nicht einfach in sich, sondern man muss es aneignen und dann kommt es auf die Bedingungen an, ob die gut sind für diese Aneignung oder ob sie das verhindern. Man hat hier oft gedacht, dass das Individuum hier in seiner Individualität missachtet wird, typisch Sozialismus, ne? Das Individuum wird vergewaltigt und so weiter. Das ist vollkommener Unsinn. Das Gegenteil ist wahr. Im Gegensatz zum Tier, das sein Wesen in sich trägt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also auch eine Katze, die eine Lernphase durchmachen muss, damit sie eine gute Jägerin wird, hat zwar diese Lernphase, aber trägt die Katzennatur in sich. Sie eignet sich ihre Katzennatur nicht von außen an. Beim Menschen ist das anders. Er trägt also sein Wesen nicht in sich, sondern es ist hinausverlagert in Geschichte und Gesellschaft. Um Mensch zu werden, muss ich mir also dieses Wesen aneignen, also aneignen können. Also überhaupt die Möglichkeit haben, mich auf das zu einem bestimmten Zeitpunkt gegebene geschichtliche Niveau des Menschseins hinaufzuarbeiten. Die entscheidende Frage ist jetzt, ob man die Möglichkeiten dazu hat. Ein Kriterium für eine menschliche Gesellschaft ist dann, ob sie das Menschenmögliche dafür tut, dass die große Mehrheit ihrer Mitglieder diese Möglichkeit bekommt. Das finde ich ein glasklares Kriterium. Bekommt die große Mehrheit die Möglichkeit, sich tatsächlich auf dieses Niveau des Menschseins hinaufzuarbeiten oder nicht? Also bekommt es die Möglichkeit, ein Mensch zu werden oder nicht, sich dieses menschliche Wesen anzueignen? Wenn das Menschsein nicht als Abstraktum in mir sitzt, dann ist die Frage, inwieweit ich mir dieses ins Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse verlagerte Menschsein durch praktisches Handeln, Tätigsein, Lernen, Arbeiten, Denken und so weiter zu eigen machen kann. In diesem Leben entscheidet sich, ob überhaupt und inwieweit ich an diesem menschlichen Wesen partizipieren kann. Wie weit man hier vorankommt, was für ein Mensch man werden kann, welche der vom geschichtlichen Moment gebotenen Möglichkeiten man realisieren kann, das hängt weniger von der Großhirnrinde oder der genetischen Ausstattung ab und mehr von dem, was Marx als das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse bezeichnet. Für Gramsci übrigens ist diese Auffassung des menschlichen Wesens die befriedigendste, sagt er, die befriedigendste, weil sie die Idee des Werdens einschließt. Der Mensch wird, er verändert sich fortwährend mit dem sich Verändern der gesellschaftlichen Verhältnisse. Für die Philosophie, ich würde behaupten, die Philosophie der Praxis, dieses Konzept, diese Auffassung von Menschsein und von menschlichem Wesen gehört mit zum Kern dieser Philosophie der Praxis. Für sie kommt es also nicht darauf an, um das jetzt ein bisschen salopp zu sagen, kommt nicht darauf an, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, sondern umgekehrt, ob es ein Leben vor dem Tod gibt. Das ist die entscheidende Frage. Nicht? Also nach dem Tod ist es zu spät. Also gibt es ein Leben vor dem Tode? Das ist die praktisch-materialistische Frage. Ein bisschen reduziert, aber eigentlich, ich finde es gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die Frage muss man sich wirklich stellen, gibt es ein Leben vor dem Tod? Das ist die entscheidende Frage, nicht danach. Danach wissen wir nicht. Ja. So, jetzt bis hierher war eigentlich jetzt vieles Labriola und es ist sehr eigenartig, es ist eine eigenartige Erfahrung, wenn man Labriola liest, dass man immer wieder denkt, aha, das ist eigentlich schon ziemlich weitgehend oder vieles ist schon da, was der Gramsci nachher weiter ausgearbeitet hat. Also ich will jetzt nicht die gramscische Leistung irgendwie mindern oder sowas, überhaupt nicht, sondern dass man es sieht, dass man merkt, an welchen Stellen man anknüpfen muss bei seinen Vorgängern, wo es sich lohnt, dass man weiterarbeitet, ist natürlich auch selber schon eine Leistung. Ne?
Für die Bedeutung, die Labriola der Philosophie der Praxis gibt, sind also die Feuerbach-Thesen entscheidend. Eine solche Philosophie gehört für ihn zum Kern des historischen Materialismus. Er sagt, also jetzt nochmal Labriola, der Weg führt vom Leben zum Denken, von der Arbeit, die Erkennen durch Handeln ist, zum Erkennen als abstrakter Theorie. Mit Gramsci, der wie gesagt den Begriff von Labriola übernimmt, wird die Philosophie der Praxis zur Philosophie des sich Herausarbeitens aus Subalternität. Und auf den Zusammenhang möchte ich jetzt abschließend nochmal, oder nicht nochmal, sondern überhaupt eingehen. Das ist nämlich eine große Leistung von Gramsci, dass er die Philosophie auf diese Weise verstanden zusammenbringt mit dem, sozusagen mit Emanzipation, mit dem, dieses, was er sehr schön, finde ich, immer nennt, sich herausarbeiten aus Subalternität. Der Gramsci denkt das folgendermaßen: Man ist durch die eigene Weltauffassung, wie durch die Lebensweise und die Gewohnheiten, in die Institution, den Staat, die Tradition und so weiter hinein verwickelt. Also auf eine bestimmte Weise vergesellschaftet. Also auch durch die Weltauffassung. Weltauffassung ist nicht einfach irgendwie nur Ideen oder irgendwas, sondern man ist damit vergesellschaftet. Man gehört zu bestimmten Gruppen. Ich zitiere Gramsci, eine bedeutende Stelle aus dem Heft 11, aus dem Band 6. Ich glaube, gestern ist Bernd gefragt worden, das hat mir Ingo erzählt. Bernd ist gestern gefragt worden, womit soll man anfangen, wenn man die Gefängnishefte liest. Es ist klar, wenn man richtig viel Zeit hat und eine tolle Gruppe, mit der man lange zusammen sein will, kann man ruhig bei Band 1 anfangen. Wenn man aber nicht so viel Zeit hat, dann sollte man mit Band 6 anfangen. Das folgende Zitat kommt jetzt aus Band 6. Man ist Konformist irgendeines Konformismus, man ist immer Masse-Mensch oder Kollektiv-Mensch. Wenn die Weltauffassung nicht kritisch und kohärent, sondern zufällig und zusammenhangslos ist, gehört man gleichzeitig zu einer Vielzahl von Massemenschen. Gleichzeitig, ja, zu einer Vielzahl von Massemenschen. Die eigene Persönlichkeit ist auf bizarre Weise zusammengesetzt. Es finden sich in ihr Elemente des Höhlenmenschen und Prinzipien der modernsten und fortgeschrittensten Wissenschaft. Die eigene Weltauffassung kritisieren heißt also, sie einheitlich und kohärent zu machen und bis zu dem Punkt anzuheben, zu dem das fortgeschrittenste Denken der Welt gelangt ist. Es bedeutet folglich auch, die gesamte bisherige Philosophie zu kritisieren, insofern sie verfestigte Schichtungen in der Popularphilosophie hinterlassen hat. Ich habe am Anfang gesagt, dass sich die Menschen immer einen Reim auf die Dinge machen, was Folgen für die Orientierung in der Welt hat, dieser Reim, den man sich da macht. Man muss dabei mit der Schwierigkeit umgehen, dass im eigenen Kopf immer auch viele andere denken. Also ich bin da oben nicht allein. Das ist auch so eine komische Einbildung, dass man da allein wäre. Das sind viele andere gleichzeitig dabei. Kritik ist also jetzt sehr wichtig, wird jetzt zentral. Ne? Also wenn da immer viele andere dabei sind, was ist nachher richtig? Also brauche ich irgendwie, ich muss kritische Kriterien haben. Gramsci sagt, wer nicht mehr passiv und hinterrücks der eigenen Persönlichkeit von außen den Stempel aufdrücken lassen will, passiv und hinterrücks, ne? Der muss sich die Mühe machen, die eigene Weltauffassung bewusst und kritisch auszuarbeiten. In der unbescheidenen Perspektive, jetzt wieder Gramsci, an der Hervorbringung der Weltgeschichte aktiv teilzunehmen, Führer seiner selbst zu sein. Das heißt also Subalternität zu überwinden. Das ist natürlich ganz schön anspruchsvoll und auch wahrscheinlich sehr unbequem. Also
Denn was heißt es denn, an der Hervorbringung der Weltgeschichte aktiv teilnehmen und sozusagen noch auf dem Niveau, zu dem das fortgeschrittenste wissenschaftliche Denken gelangt ist? Wie stellt man überhaupt fest, was denn nun dieses fortgeschrittenste wissenschaftliche Denken eigentlich ist und so? Also da stellen sich viele Probleme dann. Aber jedenfalls die Richtung ist vielleicht, die Richtung ist klar, also, und die ist auch wichtig. Führer seiner selbst zu sein. Für uns klingt dieses Führer immer ein bisschen komisch, ist klar. Für Gramsci nicht, also er hat nicht diesen Kontext, den wir natürlich haben. Aber es geht um, also hier um Selbstführung, ne? Nicht um andere zu führen und vielleicht noch in den Abgrund. Ja, also von diesem Anspruch her, Führer seiner selbst zu sein, gewinnt Gramscis Auseinandersetzung mit Bucharins Theorie des historischen Materialismus eine beispielhafte Bedeutung. Ich komme jetzt auf den Bucharin noch zu sprechen, abschließend, weil man hier nochmal sehen kann, wie er die Philosophie der Praxis, also wie er mit ihr praktisch, kritisch umgeht. Und der Bucharin ist ein wichtiger Mann, der hat 1922, das wurde sofort ins Deutsche übersetzt, dieses Buch eben geschrieben, Theorie des historischen Materialismus. Denn das der Gramsci also im Gefängnis hat, und gibt viele Passagen in den Gefängnisheften, wo er sich damit auseinandersetzt. Der Untertitel von Bucharins Buch heißt Gemeinverständliches Lehrbuch der marxistischen Soziologie. Darin kommt der Anspruch zum Ausdruck, er will ein gemeinverständliches Lehrbuch schreiben. Er hat also den Anspruch, ein bislang ungebildetes Publikum philosophisch zu bilden. Das kommt auch im Vorwort zum Ausdruck. Er will vor allem für Arbeiter schreiben, sagt er, die marxistisches Wissen suchen. Also für diese Zielgruppe ist es gemacht. Jetzt wendet Gramsci, hat sofort einen Einwand, nämlich wenn tatsächlich das nützlich sein soll für die bisher nichts davon wissen, dann hätte er von der Kritik des Alltagsverstandes ausgehen müssen, statt von philosophischen Systemen, die den Lesenden gar nicht bekannt sein können. Das ist das Problem, dass er arbeitet sozusagen in der Philosophie der Bucharin und geht also jetzt von Theorien aus, die er kritisiert dann, die also diese Zielgruppe gar nicht kennen kann. Das ist der Gedanke von Gramsci. Also man muss anders rangehen eigentlich, wenn man die Leute dafür interessieren will und gewinnen will, damit sie wissen, warum das jetzt wichtig ist, dass man diese Systeme zum Beispiel kennt. Ja, also so zum Beispiel, wenn er nicht von der Kritik des Alltagsverstandes ausgeht, dann ist die Gefahr groß, dass man sozusagen reaktionäre Elemente, die man in diesem bizarr zusammengesetzten Bewusstsein findet, dass man die auch noch bestätigt. Also jetzt müssen wir mal ein bisschen genauer gucken, was er da macht. Also Bucharin macht sich von einem vermeintlich überlegenen materialistischen Standpunkt darüber lustig, dass für die bürgerlich-idealistische Philosophie die objektive Realität überhaupt zum Problem wird. Also das fängt bei Kant an, geht dann weiter, muss das nicht im Einzelnen. Also die Frage der objektiven Realität, was ist das eigentlich? Wie können wir die überhaupt erkennen? Kant hatte dieses Ding an sich, das man nicht erkennen kann, weil wir einen bestimmten Wahrnehmungsapparat haben und so weiter. Das heißt, unsere Wahrnehmung determiniert eigentlich auch diese Realität, die nicht einfach objektiv gegeben ist. Also, ne? So, das ist eigentlich der... darüber macht er sich also lustig. Das ist doch Unsinn, sagt er. Also es gibt doch eine objektive Realität oder etwa nicht. Gramsci sagt dagegen, dass die idealistischen Theorien der größte Versuch einer Reform waren, der sich in der Geschichte ereignet hat, um die Religion aus dem Bereich der Zivilität hinauszudrängen. Also das ist jetzt sehr interessant, dass er sagt,
Also die Religion aus dem Bereich der Zivilität, aus dieser beherrschenden Stellung hinauszudrängen. Wenn Bukharin für sein populares Publikum das Problem als absurde Verirrung abtut, so hat also diese Objektivität der Außenwelt, aus der Außenwelt, so hat er vielleicht die Lacher auf seiner Seite, aber fragt Gramsci, worauf gründet sich diese scheinbare Überlegenheit? Er schreibt, Gramsci jetzt, das Publikum glaubt, die Außenwelt sei objektiv real. Tatsächlich ist dieser Glaube jedoch religiöser Herkunft, auch wenn derjenige, der ihn teilt, religiös gleichgültig ist. Hier zeigt sich, wie die Religion den unkritisch belassenen Alltagsverstand auch dann noch besetzt hält, wenn sie als Religion zurückgedrängt worden ist. Ich zitiere Gramsci jetzt nochmal. Da alle Religionen gelehrt haben und lehren, dass die Welt, die Natur, das Universum von Gott vor der Erschaffung des Menschen geschaffen worden ist und folglich der Mensch die Welt bereits fix und fertig vorgefunden hat, ein für alle Male katalogisiert und definiert, ist dieser Glaube zu einem ehernen Faktum des Alltagsverstandes geworden. Und diesen Glauben muss man aufbrechen. Den unkritischen Alltagsverstand zu bestärken und für die eigenen Zwecke auszunutzen, hat nach Gramsci eine eher reaktionäre Bedeutung, eine der impliziten Rückkehr zum religiösen Empfinden. Also er sagt, um das nochmal kurz zusammenzufassen, er sagt, der Bukharin geht falsch ran, der Bukharin bestätigt diesen im Alltagsverstand so stark verankerten Glauben, dass es eben diese Objektivität der Außenwelt gibt, ne, auf die er abhebt, um die idealistischen Theorien sozusagen aus den Angeln zu heben, sie zu kritisieren. Aber was tut er damit? Er bestätigt eigentlich nur das religiöse Vorurteil, dass der liebe Gott die Welt geschaffen hat und nicht wir. Wir schaffen unsere Welt. Und nicht, die ist nicht geschaffen, die ist nicht einfach da, sondern wir sind da beteiligt. Ne? Also das ist, ja, das ist der Einsatz. Ähnlich kritisiert er die Abwesenheit der Dialektik im gemeinverständlichen Lehrbuch. Einen der Gründe dafür sieht er darin, dass die Dialektik, ist jetzt ein Zitat, dass die Dialektik eine sehr beschwerliche und schwierige Sache ist, insofern dialektisch zu denken gegen den gewöhnlichen Alltagsverstand geht, der die formale Logik als Ausdruck hat und dogmatisch ist und nach endgültigen Gewissheiten verlangt. Also der Alltagsverstand will diese endgültigen Gewissheiten, aber die gibt es nicht. Und da kommt die Dialektik ins Spiel. Es ist also, man muss die Dinge im, wie Marx sagt, im Flusse der Bewegung auffassen, ne? Als Werdende und damit auch als Veränderbare. Ja, vom Alltagsverstand also auszugehen, was heißt das jetzt? Also das verlangt Gramsci. Also wenn man jetzt schon eine Einführung in die Philosophie macht, dann muss man also von diesem Alltagsverstand ausgehen und man muss diese Elemente, bestimmte Elemente da drin kritisieren. Das kann also nicht heißen, dass man sich sozusagen populistisch auf ihn beruft und da gemeinsame Sache macht mit dem, was man eigentlich verändern muss. Mit Bukharins Lehrbuch analysiert Gramsci also einen Populismus seiner Zeit, der den Menschen nach dem Mund redet und sie gerade damit in subaltern machenden Überzeugungen festhält. Subaltern machen deshalb, weil die Vorstellung, diese Welt existiere ganz unabhängig von meinem Zutun, mich selbst als wirkenden Faktor beim Zustandekommen dieser Welt ausschließt. Mein Selbst also nullifiziert, sozusagen. Also das war schon die, ne, ihr erinnert euch, das war schon die, ein entscheidender Punkt bei Labriola, dass dieses Selbst mit ins Spiel kommt.
Heute lässt sich zum Beispiel die Tendenz beobachten, gesellschaftliche Fragen als statistische Größen zu behandeln und Entscheidungen zu ersetzen durch Marktmechanismen, Konsumentenwillen, Publikumsgeschmack und solche Dinge. Vielleicht auch Einschaltquoten, ne, und sowas, die sich als scheinbar naturwüchsige und unantastbare, weil objektiv statistische Größen darstellen. Die Ausweitung der Statistik in die politische Willensbildung unterstellt, dass die großen Massen der Bevölkerung wesentlich passiv bleiben, während doch die politische Handlung gerade darauf gerichtet ist, die großen Massen aus ihrer Passivität hervortreten zu lassen. Das Letzte ist jetzt wieder Gramsci. Also wir müssen es hinkriegen, dass man die großen Massen aus ihrer Passivität hervortreten lässt. Hier wird deutlich, weshalb es für Gramsci unabdingbar ist, sich jedes Problem in den genauen theoretischen Termini zu stellen. Das ist auch sein Ausdruck, in den genauen theoretischen Termini. Diese zu entwickeln, zielt darauf ab, begriffliche Verschiebungen vorzunehmen und die praktischen Probleme in kritische Begriffe zu übersetzen, um so das Terrain der bestehenden Hegemonie bzw. des lähmenden Alltagsverstands zu überschreiten. Gramsci stellt sich diesen schwierigen und langwierigen Prozess als Verbindung bzw. Block zwischen Intellektuellen und Einfachen vor. Also er schreibt so Semplici Einfache, so ein bisschen Bibelsprache, die Einfachen. Ohne die Ausbildung eigener Intellektueller kann kein erneuerter Alltagsverstand mit der Kohärenz und Kraft einer ausgearbeiteten Philosophie entstehen. So, also hier sind wir dann wieder bei der Philosophie der Praxis. Ohne autonome Weltauffassung, das war der Ausgangspunkt. Man braucht eine autonome Weltauffassung, deswegen auch eine autonome Philosophie, die den für ein Projekt der Gesellschaftsveränderung sich organisierenden Subjekten Orientierung gibt. Ohne eine solche autonome Weltauffassung keine Überwindung von Subalternität. Um rauszukriegen, was falsch läuft, ist das Denken unentbehrlich, und zwar das Selberdenken, die Anstrengung des eigenen Gehirns, sagt Gramsci. Das geht nicht ohne Schwierigkeiten, denn um dem eigenen Gehirn vertrauen zu können, muss man wissen, was in den Gehirnen der anderen vorgeht. Was das eigene ist, lässt sich nur feststellen, wenn man es kritisch überprüft, das heißt mit anderen Perspektiven vergleicht. So, jetzt breche ich hier ab. Jetzt höre ich auf. Also die Möglichkeit, die wir haben, um unseren eigenen bizarren Alltagsverstand kohärenter zu machen, ist, dass man das vergleicht mit dem, was andere denken. Dass man also sich in andere Perspektiven hineinversetzt oder hineinversetzt, jedenfalls sie überhaupt zur Kenntnis nimmt und sie mit dem eigenen vergleicht. Also der Vergleich mit anderen Perspektiven ist eigentlich unsere, sozusagen die Methode, die wir dafür haben, für dieses kritische, kohärent Arbeiten. Und deswegen wollte ich das auch nochmal sagen, also das ist hier tatsächlich eine Möglichkeit, um verschiedene Perspektiven zu vergleichen. Man muss das herstellen. Und das geht nur gemeinsam und besser als am Bildschirm, glaube ich. Ja, also vielen Dank. Einzustellen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon erste Fragen dort gibt. Ansonsten gern auch erstmal aus dem Publikum Verständnisfragen, Anmerkungen. Genau. Erstmal danke für den Vortrag. Ich hätte direkt die Nachfrage, ob Gramsci psychoanalytische Ansätze irgendwie mitbedacht hat
in seiner Philosophie der Praxis? Sollen wir ein bisschen sammeln oder soll ich gleich dazu kurz was sagen? Man kann es kurz beantworten. Er hat sich nicht stark damit beschäftigt, etwas schon. Also er hat auch zum Beispiel seine Frau, die dann in Moskau gelebt hat, er konnte das nicht wirklich miterleben, er war ja nie da. Und, aber er hat durch die Briefe und so weiter, auch durch die Briefe seiner Schwägerin, der Tatjana, mitgekriegt, dass es nicht gut läuft in der Familie dort in Moskau. Und er hat angeraten, eine Psychoanalyse zu machen. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie das, ob das irgendwie zustande gekommen ist, dann, wie weit das was gebracht hat. Jedenfalls theoretisch beschäftigt er sich nicht damit. Also da findet man nicht viel in den Gefängnisbriefen oder Heften. Dankeschön. Schon an. Ja. Dankeschön, war sehr spannend. Ich habe mich gefragt, wenn die Philosophie der Praxis als Ziel hat, sich herauszuarbeiten aus der Subalternität, habe ich mir sofort ein Fragezeichen dahinter gemacht, weil gibt es nicht Merkmale der Subalterne, die das verhindern? Also erstmal das Bewusstsein und dann auch, also du hast das anspruchsvoll und unbequem genannt. Ich würde es als unmöglich betrachten. Also gibt denn Gramsci irgendwie eine Praxis an die Hand, wie das passieren kann, dass die Subalterne sich herausarbeitet? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also der Gramsci gehört zu dieser sozialistischen Bewegung. Ne? Er arbeitet als Journalist. Und er ist im Kontakt, er gibt diesen Orden in Warburg raus und er ist immer im Kontakt auch mit Arbeitern. Er ist in dieser Fabrikrätebewegung eine wichtige Figur, ne, diese 2 Jahre lang. Das heißt, die Fabrikrätebewegung ist natürlich eine massenhafte Erfahrung, wie man Subalternität, also untergebuttert sein, wie man das überwinden kann. Ne, das machen die Leute damals selber. Man muss es immer selber machen. Also die eine Erfahrung ist die, glaube ich, dass es niemanden für einen machen kann. Es kann nicht delegiert werden. Man muss das selber machen. Und das andere ist, man braucht eine soziale Bewegung, in der man, ohne die geht es auch nicht. Man kann es wiederum, man muss es selber machen, aber man kann es nur mit anderen zusammen machen. Das sind die beiden Punkte, glaube ich, die man von Gramsci da lernen kann. Auch fürs eigene, fürs eigene Leben sozusagen. Also muss jetzt da nicht die große sozialistische Bewegung unbedingt sein, sondern das kann auch was anderes sein. Kann eine andere soziale Bewegung sein. Es kann auch der Subotnik sein hier, wo man jedenfalls mit anderen zusammen an bestimmten Projekten arbeitet. Und das ist ja nun in der Art und Weise, also immer wenn man überhaupt was tut, dann tut man auch was für sich selbst. Also auch wenn man was für andere tut, tut man was für sich selbst und verändert sich selbst dadurch, indem man es tut. Ich weiß nicht, ob das zu abstrakt klingt. Oder also meine Erfahrung ist das auch in meinem Leben. Man muss irgendwann die Erfahrung machen, dass man es nur mit anderen zusammen machen kann. Also man braucht Gruppenerfahrungen. Das können ganz verschiedene Gruppen sein. Also darauf kommt es erstmal nicht an. Also ein Sportverein allein kann es nicht sein, glaube ich, weil das ist zu begrenzt. Also ich kann natürlich, weiß ich nicht, Sport machen mit anderen macht natürlich Spaß und so weiter. Das ist okay, klar, um Gottes Willen, ich spreche überhaupt nicht dagegen. Aber um Subalternität zu überwinden, das heißt also die eigenen Dinge, die man im Kopf hat, diese verschiedenen bizarren Dinge, die nicht so richtig zusammenpassen, um die zusammenpassend zu machen,
reicht natürlich ein Sportverein nicht, sondern dann muss man doch ein intellektuelles Element damit dabei haben. Also deswegen würde ich eher den Subotnik als Beispiel nehmen und nicht, ja, weiß nicht, ob das befriedigend ist, sonst insistier nochmal. Ich hatte mir sozusagen erhofft, dass es wie eine Art Bildungsprogramm, Erziehung für Mündigkeit, ein bisschen später benannt oder so, oder Pädagogik der Unterdrückten oder irgendwie sowas. Also gibt es sozusagen eine pädagogische Implikation aus dieser Erkenntnis, dass man sich durch den Verstand aus der Subalternität lösen kann. Aber ich finde, die Forderung an das Individuum, sich durch Nachdenken über die unterdrückenden Verhältnisse aus der Subalternität zu lösen, ein sehr, weiß ich nicht, vielleicht, also ein, ja, ein sehr... Das hast du recht. Das wollte ich nicht sagen. Nicht nur durch Nachdenken. Das wirkt jetzt so, ne? Weil wir hier so etwas immobilisiert sind. Wir machen ja nichts, wir sprechen ja nur. Dann sieht es jetzt so aus, als käme es nur auf Sprechen an, mit anderen oder sowas. Oder Bücher lesen oder so. Nee, nicht nur, aber auch. Also es geht darum, auch etwas, man muss auch was machen. Also man muss handeln. Man muss was organisieren. Man muss die Verhältnisse um einen rum auch so ein Stück ändern, dass solche Erfahrungen möglich werden. Es ist nicht nur Nachdenken. Also das In-der-Welt-Sein ist was sehr viel Komplexeres, so wie der Labriola das sagt. Es geht nicht nur um Denken, sondern um Arbeiten, Produzieren, Organisieren, Lernen und so weiter. Um das gesamte Praktische, sonst hätte diese Philosophie der Praxis, man muss jeden einzelnen Term ernst nehmen und nicht auf den einen auf Kosten des anderen. Ne? Philosophie wichtiger nehmen als Praxis, und Praxis wichtiger als Philosophie. Dann hat man dieses Dilemma, was in der 11. Feuerbach-These mit dem Interpretieren und dem Verändern artikuliert wird. Ne? Also nicht nur nachdenken. Ja. Aber jetzt, ich weiß nicht, das Bedürfnis ist jetzt, dass man eine Art Pädagogik oder eine Pädagogik der Emanzipation irgendwie an die Hand bekommt oder... Der Gramsci gibt sehr viel Text in den Gefängnisheften, wo es um Pädagogik geht. Also um Organisation der Schule zum Beispiel. Wie macht man eigentlich, das wirft der Croce vor, wie macht man eigentlich eine Schulausbildung, die ohne Religion auskommt? Der Labriola übrigens hat bereits in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts vom Ministerium verlangt, dass die Schulen, jedenfalls das Gymnasium, also die weiterführende Schule, dass der Religionsunterricht da abgeschafft wird. Finde ich sehr interessant. Also, dass man sozusagen ein wirklich laizistisches Leben organisiert, ohne Religion. Und Gramsci denkt da auch immer drüber nach. Also, er wirft dem Croce vor, dass er das nicht tut. Obwohl er einen als großer Intellektueller und so weiter und auch als ein freier Geist und so weiter, aber er sagt, die Religion ist notwendig fürs Volk sozusagen, damit das Volk sozusagen unter Kontrolle bleibt. Das ist nicht Gramscis, überhaupt nicht Gramscis Haltung. Und Gramsci, also nur um zu sagen, Gramsci denkt sehr viel über zum Beispiel polytechnischen Unterricht nach. Wie organisiert man die Schule anders als bisher? Und ich weiß nicht, ob das alles veraltet ist, was da steht, ich glaube ich nicht. Also er hat da recht progressive Gedanken. Er findet, er ist auch autoritär übrigens, die eine Seite muss man vielleicht auch sagen. Er kritisiert Rousseau. Rousseau, der Meinung ist, dass man nur Bedingungen schaffen muss, damit das kleine Kind sich wunderbar entwickeln kann. Man muss es auch gar nicht führen oder irgendwas. Er sagt, nein, das ist falsch. Sondern man muss lernen
und zwar seit der frühesten Kindheit an, also schon in der Grundschule, muss man lernen, diszipliniert zu arbeiten. Und Disziplin, also damit man länger zum Beispiel nicht so unruhig ist, sondern damit man länger in einem Stuhl sitzen kann und zum Beispiel sich konzentrieren kann auf irgendetwas. Das ist eine wichtige Sache für ihn. Und das lernt man nicht durch mit Rousseau, der das unterschätzt. So, ja? Das könnte leicht als, naja, doch ein bisschen Druck von oben und so und autoritär und sowas aussehen. Aber ich glaube, er hat nicht Unrecht. Das ist ein wirkliches Problem. Ich war lange Zeit Lehrer. Ich glaube, das Problem hat sich noch zugespitzt. Ich bin es seit einigen Jahren nicht mehr. Dass man sozusagen sich konzentriert auf eine Sache in einer bestimmten Kontinuität und einer bestimmten zeitlichen Dauer und sowas. Das muss man lernen als Habitus. Das kann man nicht einfach sonst, ja? Sondern man muss es lernen und die Schule wäre eigentlich der Ort, wo man es lernen muss. Also so Sachen, über solche Dinge denkt er nach. Sehr, sehr praktische Dinge auch. Ne? Ja, ich würde vielleicht auch noch was dazu ergänzen. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass Gramsci, bevor er die Gefängnishefte schrieb, also bevor er im Gefängnis war, ein Politiker war. Und versucht hat, eine Partei zu organisieren, also die Kommunistische Partei Italiens, Bündnisse herzustellen mit Bauern, mit Intellektuellen, sogar mit der damals entstandenen Vorläuferin der Demokratia Christiana. Also wie gesagt, das ist nicht das Individuum alleine, was die Welt verändern wird, sondern der Organisationsgesichtspunkt, der ist natürlich ganz zentral bei ihm. Und ich glaube, das muss man, wenn man die Gefängnishefte liest, auch im Hintergrund haben, dass er eigentlich ein Politiker ist. Ja? Natürlich, die Gefängnishefte wurden ja auch zensiert. Wahrscheinlich hat der Direktor, der da auf jede Seite einen Stempel machen musste, nicht alles gelesen, aber also dieser Punkt, der ist natürlich jetzt nicht so lebendig und wichtig ausgeführt wie in Gramscis Jugendschriften, die ja nun leider auf Deutsch nur in ganz kleinen Ausschnitten vorhanden sind. Also Gramsci ist nicht nur ein genialer Denker, eben wie wir ihn aus den Gefängnisheften kennen, sondern eigentlich auch ein genialer Politiker. Das kann ich jetzt gar nicht vertiefen. Aber wie gesagt, der Organisationspunkt, dass also man als Individuum alleine nicht allzu viel bewegen wird, den muss man sich auch immer im Hintergrund halten. Und natürlich, was jetzt eben schon besprochen worden ist, eine moderne Pädagogik. Ja, da ist vielleicht jetzt nochmal ein interessanter Detailpunkt, der vielleicht aber auch zu Missverständnissen führt. Es wird euch wahrscheinlich nicht so bekannt sein, dass die Reformpädagogik gerade im italienischen Faschismus einen Auftrieb erhielt. Und in diesem Sinne, wie die Reformpädagogik dort also missbraucht wurde, wurde sie auch von Gramsci kritisiert. Und zwar, also die faschistische Variante der Reformpädagogik, die ging eben davon aus, dass man die Kinder da abholen muss, wo sie sind und letztlich aber die Gesellschaftsklassen erhalten muss. Das heißt, es war ein sehr stark zergliedertes Bildungssystem, wo eben Kinder auf dem Lande, Kinder von armen Leuten nur eine ganz geringe Bildungsangebote bekamen und auch nicht sozusagen über ihr ursprüngliches Niveau groß hinauswachsen sollten, sondern sie sollten also möglichst früh auf irgendeine Berufslaufbahn, eine praktische Berufslaufbahn orientiert werden und mehr oder weniger aber in der Schule machen können, was sie wollen. Und er hat das, da ist er, setzt eben auch seinen Autoritarismus ein,
den Peter Jehle jetzt eben erklärt hat. Er hat gesagt, also ganz so geht es nicht, dass man also jetzt arme Kinder mehr oder weniger bildungsmäßig auf dem Niveau lässt, wo sie eh schon sind. Sie müssen lernen, und das geht auch nur mit einer gewissen Autorität, die man da ausübt, wie man systematisch lernt und eben auch die unangenehmen Seiten des Lernens. Er sagt zum Beispiel, in den Schulen für die Reichen wird es selbstverständlich gelehrt, dass sonst könnten die gar nicht die Welt beherrschen, wenn sie nicht sozusagen systematisch arbeiten, auch hart arbeiten, intellektuell hart arbeiten, lernen würden. Ja. Und also wie gesagt, er hat eigentlich sehr, sehr viel zur Pädagogik gesagt, aber wir können das hier gar nicht ausführen. Aber das ist natürlich ein wichtiger Punkt, weil ohne die Aneignung des universalen Menschheitswissens kann sich auch der einfache Mensch also natürlich nicht dazu erheben, auch nicht in der Organisation, die Welt jetzt verändern. Und deshalb ist also auch für uns eigentlich der aktuelle Gesichtspunkt, für eine demokratische Bildungskultur zu kämpfen. Ja? Danke für die Ergänzung auf jeden Fall. Vielleicht öffnen wir den Raum nochmal für weitere Fragen. Genau. Ich wollte noch mal darauf eingehen, was du gerade eben gesagt hast, dass man das Nachdenken und die Praxis nicht gegeneinander ausspielen darf, sondern beides gleichzeitig denken muss. Und das hat sich auch durch deinen Vortrag durchgezogen, wo du dann zwischendurch mal gesagt hast, Arbeit erkennt durch Arbeit sinngemäß führt zu abstrakter Erkenntnis. Jetzt war ja die Tragödie in Gramscis Leben, dass er der Praxis beraubt war, weil er im Gefängnis saß. Oder wenn man so möchte, seine einzige Praxis war das Schreiben. Wie war dann aus deiner Perspektive für Gramsci überhaupt noch Erkenntnis möglich? Und gibt es eventuell Stellen, wo Gramsci selbst darüber reflektiert hat, mit welchem Anspruch er noch Ideen und Gedanken über die Wirklichkeit artikulieren darf, obwohl ihm doch der Zugang zur Praxis verwehrt blieb? Soll ich gleich dazu? Darf ich noch kurz, Sabine, das war... Vielen Dank, das war sehr, sehr wichtig. Mir war das gar nicht so klar. Also, dass dieser, dass die Reformpädagogik innerhalb des Faschismus auf diese Weise genutzt wurde, sozusagen, wir lassen, ihr dürft hier machen, wie ihr das gerne wollt, ganz anti-autoritär, und dafür werdet ihr nachher gute Arbeiter und habt weiter keine Ansprüche. Das ist eine sehr perfide Geschichte. Ja. Interessant, das muss man sich klar machen. Ne? Übrigens, das zitiere ich gerne, Voltaire hat im 18. Jahrhundert, der aufgeklärte Voltaire, der war aber auch Großgrundbesitzer, ne? Und er wollte natürlich, dass seine Bauern, dass die sollen überhaupt nicht zur Schule gehen. Da war er ganz dagegen. Warum? Wenn die in die Schule gehen, dann wollen sie nachher einen besseren Job in der Stadt. Und dann hat er keine Arbeitskräfte mehr, die ihm seine Felder bestellen. Deswegen war er dagegen. Der Aufklärer. Also da hat der sein bizarr zusammengesetztes Bewusstsein aus Großgrundbesitzer und Aufklärer, hat der Großgrundbesitzer gewonnen in diesem Kampf. Ja, jetzt aber, ja, das ist natürlich eine, das für den der Gramsci ist natürlich in dem Moment schon, dass er. Also er hat diese Praxis des Schreibens, das hat er nachher. Ne? Allerdings kriegt er das erst, er darf erst schreiben, nachdem er 3 Jahre bereits im Gefängnis ist. Dann bekommt er die Erlaubnis, dass er in der Zelle schreiben darf. Sein Freund, der Ökonom Sraffa, hat ihm ein unbegrenztes Guthaben bei einer Buchhandlung eingerichtet. Er kann also Bücher bestellen. Und ich weiß nicht genau, wie weit das jetzt zensiert wurde, was er da bestellt hat oder wie weit er tatsächlich bestellen konnte, was ihn da interessiert hat. Das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls, er hat auf diese Weise, gibt es natürlich einen gewissen Austausch mit anderen. Natürlich nur übers Gedruckte, ne, über die Repräsentanz von gedruckten Schriften. So.
anders, auf andere Weise kommt nichts in die Zelle. Ne? Der andere Austausch, den er hat, sind die Briefe, vor allem mit seiner Schwägerin, also mit der er immer in Kontakt ist, und die schreiben sich sehr intensiv. Das ist also die Briefe gehen oft hin und her. Aber trotzdem gibt es sehr ergreifende Szenen in den Gefängnisheften, wo er darüber reflektiert, dass er abgeschnitten ist. Es fehlt ihm natürlich. Es fehlt ihm der Zusammenhang, mit anderen zusammen zu diskutieren und Politik machen zu können. Das fehlt ihm natürlich. Ne? Er hat diese Geschichte, es geht ihm so, ich weiß nicht, ob er das an seine Frau schreibt. Er hat den Eindruck, der Briefwechsel, der sehr zerhackt ist, sehr unterbrochen, mit langen Phasen dazwischen, wo nichts kommt und so. Da erzählt er diese Geschichte von diesen drei Riesen. Es gibt drei Riesen, die sitzen auf großen Bergen weit auseinander. Der eine schreit, der eine sagt irgendein Wort, dann kommt 100 Jahre, passiert nichts, da sagt der zweite auch ein Wort und nach wieder 100 Jahren sagt der dritte ein Wort. Darin besteht das Gespräch. Es ist natürlich, er erzählt solche Geschichten, auf die kommt er ja nicht zufällig. Ne? Also um seine eigene Isolation da zu plastisch zu schildern. Aber er ist trotzdem, auch in diesem Gefängnis, ist er natürlich ein vergesellschafteter Mensch, sozusagen. Ne? Sonst könnte er mit einem Konto bei einer Buchhandlung auch nichts anfangen, wenn er nicht dieser vergesellschaftete Mensch wäre, ne? Der bestimmte Interessen hat, die hat er weiterhin. Und versucht es so gut wie möglich zu machen. Aber es ist sehr reduziert. Und bei Gramsci ist immer davon gesprochen worden, dass er einen eisernen Willen entwickelt hat, den er auch schon von klein auf sich aneignen musste, aus verschiedenen familiären Gründen auch. Also das hätte sicher nicht jeder so machen können. Ne? Aber es gibt dieses Moment von, auch in dieser Isolation im Gefängnis, dass er ein gesellschaftliches Individuum ist. Ne? Ja. Ja, danke für den Vortrag. Genau, ich habe eine Frage, die sich einerseits, ich glaube, das war die zweite Feuerbach-These, darauf bezieht, was du da gesagt hast, also dass der Mensch als Arbeitender sich seine Umwelt selbst schafft und sie verändert und sich so auch in dem Wirkungszusammenhang als Tätiger erfährt und dass man als Kritiker oder in der Kritik das Ziel hat der Selbstführung, hast du das genannt, nach Gramsci. Und ich habe mich gefragt, ob das nicht sowohl bei Marx und Engels als auch bei Gramsci nicht vielmehr ein utopischer Ausblick auf so eine Möglichkeit der Selbstbestimmung sei und dieser nicht durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, durch den Prozess des Kapitals etc. eigentlich verstellt ist in der Gesellschaft, in der wir jetzt leben. Also und ob die Kritik sozusagen überhaupt genauso wie die Arbeit zu dieser Selbstbestimmung führen kann. Genau. Also ich glaube auch, dass da ein utopisches Moment dabei ist. Es ist aber als Orientierungspunkt ist es, glaube ich, wichtig. Also dass man auch diesen Anspruch hat, dass man was machen kann mit anderen zusammen. Wenn er sagt, Führer seiner selbst zu sein, klar, das ist sozusagen ein Ankunftspunkt, der kann weit weg liegen. Ne? Was ist dieses Selbst genau? Ja? Also du weißt es ja selber nicht genau. Also du bist auch immer wieder ein anderes. Also du bist mit 20 bist du nicht wie mit 30 vielleicht und so weiter. Also das ist auch eine lebensgeschichtliche Veränderung, die da, also alles ist da im Fluss irgendwie. So dass man auch dieses Selbst, das Führer seiner selbst zu sein, dieses Selbst ist kein fester Gegenstand, auch der ist in Entwicklung immer.
das, was der Labriola sagt, in fieri, ne, das im Werden, also immer. Ja, aber ich halte es eigentlich für nützlich als tatsächlich als Orientierung. Nicht sozusagen als eine gegebene Tatsache. So, jetzt habe ich so und so viel gelesen und ich habe so und so viel mit anderen Leuten geredet und ich habe so und so viele Veranstaltungen organisiert und jetzt ist mein Selbst fertig. Jetzt lehne ich mich zurück, jetzt habe ich alles gemacht. Das ist irgendwie eine komische Vorstellung. Das irgendwie, man merkt, das kann es nicht sein. Also man kommt auch nie zu diesem Selbst dann. Aber wie soll man sprechen? Die Sprache verlangt immer, dass wir sozusagen das auch in so eine feste Form bringen. Ne? Aber es muss einem klar sein, es ist kein Punkt, den man irgendwann erreicht hat und jetzt ist gut. Außer man ist vollkommen frustriert oder irgendwie was. Ich weiß nicht genau, was passieren muss, dass das dann so ist, aber ja. Also als Orientierung, glaube ich, ist es wichtig. Als Anspruch auch. Ne? Und als ein Kritikpunkt, für wenn die Verhältnisse so sind, dass sie es nicht zulassen, dass sie sozusagen, dass meine Möglichkeiten auf eine radikale Weise eingeschränkt sind. Wie der Gramsci das ja krass erfahren hat, ne, im Gefängnis. Aber auch durch viele andere Dinge, man muss nicht im Gefängnis sitzen, um diese Einschränkungen zu erfahren. Klar. Als letzte Frage würde ich noch die online eingegangene Frage stellen. Es schreibt jemand, kannst du ein bisschen dazu sagen, wie deiner Meinung nach die Kritik des Alltagsverstandes aussehen kann? Vielleicht verbunden auch mit dem Hinweis, dass wir am Samstag von Anne Steckner sowohl einen Workshop als auch einen Vortrag zu dem Thema haben. Aber vielleicht magst du kurz auch noch darauf eingehen. Hast du gar einen Workshop? Das würde mich interessieren. Wo man also in einem Workshop den Alltagsverstand kritisiert. Das ist gut, finde ich gut. Es ist eigentlich nur die, was heißt nur, also der Gramsci sagt auch, man muss ein Inventar erstellen. Du musst dich also selbstkritisch befragen, was steckt eigentlich hier oben drin. Ich weiß jetzt, bitte das nicht jetzt wieder reduziert verstehen, dass es nur ums Individuum geht, ne? Aber es geht auch ums Individuum, klar. Also wir sprechen jetzt mal vom Individuum, wohl wissend, dass dieses Individuum nur etwas erreichen kann, wenn es mit anderen zusammen etwas macht, organisiert. So wie der Gramsci damals als Mitbegründer der Kommunistischen Partei ein Projekt, also Mitte zentral beteiligt war an diesem großen Projekt der Weltveränderung und der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. Man kann es auch kleiner machen. Also das ist heute nicht so einfach. Wir haben nicht einfach die Arbeiterbewegung, wo man eintreten kann, jetzt machen wir das. Die Linke ist auch ziemlich zerstritten. Und so ist alles nicht einfach. Und dieser eigene Alltagsverstand, erstmal finde ich nützlich, wie Gramsci das beschreibt, ne? Dieses bizarre Zusammengesetzte, dass sich da drin also Elemente des Höhlenmenschen und Elemente der fortgeschrittensten Wissenschaft finden. Das kann man immer wieder, die Erfahrung kann man immer wieder machen. Also nicht nur da ist es ganz krass natürlich bei rechten Verschwörungstheorien und so weiter, klar. Aber das sind ja auch Elemente, die diese Leute in ihrem Alltagsverstand haben und die anderen vielleicht sogar auch noch einleuchten. Also die Frage, wie man eigentlich kritisch durch diese ungeheuer komplizierte und komplexe Gesellschaft hindurchkommt, ist wirklich eine schwierige Frage. Ne? Also man kann auf so eine so ungeheure Weise sich zerstreuen in dieser Gesellschaft, weil die Zerstreuungstechnologien auf so ungeheuren Ausmaßen funktionieren inzwischen, dass es wirklich ungeheuer schwierig ist, sozusagen sich so zusammenzunehmen, an einer Kohärenz zu arbeiten, sodass man nicht zum Spielball irgendwelcher Moden wird.
oder so. Ne? Also das ist eine ganz zentrale Sache, glaube ich, dieses Konzept Alltagsverstand und wie man daran arbeiten kann. Schade, ich bin am Freitag nicht da, würde mich sehr interessieren, wie Sie das machen. Genau, es würde jetzt wegen der fortgeschrittenen Zeit sozusagen zum Ende kommen, aber für genau solche Momente, dass es nach Fragen gibt, haben wir das Elfenbeinturm draußen geschaffen, wo dann sozusagen auch nochmal Leute, die weiter diskutieren wollen, zusammenkommen können. Genau, danke dir, Peter, dass du da warst. Und genau, du bist bis morgen Nachmittag noch da, also es sind auch noch genug Gelegenheiten, mit dir ins Gespräch zu kommen. Würde mich freuen, ja. Genau, um acht gibt es hier dann Essen und der letzte Programmpunkt für heute von Luise Meyer, der Vortrag über den Proletkult, der muss leider krankheitsbedingt entfallen. Zum Trost, im Januar 2023 oder zumindest nächstes Jahr soll ihr Buch zum Proletkult im Verbrecher Verlag erscheinen. Genau, das wäre dann der Ersatz. Ach, darf ich noch einen Punkt kurz sagen? Du hast ja am Anfang gesagt, ich bin Mitherausgeber dieses Wörterbuchs, historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus, das stark mit Gramsci arbeitet. Es gibt die Möglichkeit, bei diesem Projekt ein Praktikum zu machen. Also wenn ihr sowas machen müsst, man kann dann an Texten arbeiten, die in fieri sind, die also im Entstehen sind. Es sind also immer Aktivitäten im Entstehen, an denen man sich beteiligen kann. Und wir freuen uns, wenn wir interessierte junge Leute kriegen, die da mitarbeiten wollen. Man muss halt mal auf die Webseite gucken und findet dann, was man da machen kann. Ja, was wollte ich noch sagen? Gut. Und genau, danke euch auch fürs Kommen und Zuhören und Mitdiskutieren. Ja, vielen Dank.